Ja, leck mich doch. Brex Piranha-Pflanze. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker 2, One Level Per Day, New Super Mario Bros. U, der Skiurlaub von Shisha King. Shisha King. Im Level gibt's eine geheime Schatzkammer und ebenso eine schöne Skihütte. Eine Abschlussrate von 20,26%, der Weltrekord liegt bei 45 Sekunden, knapp 46 Sekunden und 123 Leute haben es gespielt, ich bin die Nummer 124. 128 und ja. Dann bist du wieder in der Informatik angekommen. So. She-Shaking. She-She. So. Das kann man schön überspringen. Moment. Ja. So, ich könnte jetzt mal versuchen, das Level hier wieder auszuhebeln. Und man kann es wirklich aushebeln. Ich glaub's nicht. Ich hab's schon wieder ausgehebelt. Wofür war denn die Tür? Ja, leck mich doch. Brex Piranha-Pflanze. Wie wollen wir wetten, dass da was drin ist? Ja, ist nichts drin. Okay. Ah. Dann wieder abgekürzt, finde ich auch geil. Leute, bedenkt doch, was ihr macht. Ah, aber das kann ich nicht abkürzen. Okay. Das ist die Frage. Müssen wir da rein oder nicht? Ich bin gerade voll der Assi, dass ich das hier alles abkürze, ne? Oder? Was wäre jetzt gewesen, wenn ich da oben lang? Ja. Ich glaube, es war nicht so beabsichtigt, dass man das so abkürzen kann. Ich zeige es jetzt trotzdem nochmal, dass man das auch einmal, wie gesagt, noch hier im Live-Schnitt sieht. So. Danke. Einmal hier durchrennen. Wow. Na gut. Hallo? Das ist geil. Hier durch. Ja, 45 Sekunden könnte man schaffen. Ja, schafft man auch. Ich habe sogar, glaube ich, in 44 Sekunden jetzt geschafft und der Weltrekord liegt bei 45. Hier übrigens das Ende sieht ein bisschen blöd aus, wegen der Burg. Ja, sag ich. Sogar in 43,209 Sekunden. Ja, was soll ich sagen, She-Shaking? Ich habe dein Level eben mal gerade komplett auseinandergenommen. Leider. Es war wahrscheinlich ein gutes Level, auch so von den Ideen her. Aber durch diese ganzen Sachen, dass man da abkürzen konnte, hast du natürlich da den Schwierigkeitsgrad sehr einbußen müssen. Und das Level kam halt dann nicht zur Geltung. Sind halt Sachen, die muss man auch mit bedenken. Ja, das muss man vorher prüfen, beziehungsweise man muss es halt einmal durchgehen und gucken, wie kann ich das selber noch verbessern. Trotz alledem bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschö, tschö!